Hey Leute, was geht ab? Ich bin's Wanda. Nice, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ein kürzeres Video. Morgen ist wieder definitiv ein längeres Video, mal mit Kühen und sowas, wie das alles funktioniert und was ich dafür alles kaufen muss und so ein Spaß. Ja, Kraftfutter. Interessante Frage. Habe ich auch erst ewig gesucht, um das irgendwie halbwegs herauszufinden, was das ist. Oder was heißt ich? Man weiß, was das ist, aber man weiß nicht, wie man es herstellt. Ja, wenn ihr den Futtermischwagen habt, ist es super easy, weil ihr könnt dann Silage so aufnehmen und müsst dann halt nicht, wie gesagt, das mit der Schaufel oder so reinfüllen. Das ist um einiges einfacher. Ihr könnt euch auch einen, wie ist es hier, einen Haufen mit Gras einfach daneben legen und dann könnt ihr das halt alles bis auf Stroh, das müsst ihr mit einer Gabel einladen. Das könnt ihr nicht so aufnehmen. Ja, geht ganz einfach. Ihr macht einfach, ich habe zum Beispiel bei dem Futtermischwagen 5000 Liter Silage kommt als erstes rein. Anschließend kommen nochmal 5000 Liter Gras rein oder eher Gras bzw. Heu. Und dann zum Schluss wird das alles aufgefüllt mit 4000 Liter, also ein Ballen, egal ob Rund- oder Quaderballen, mit 4000 Litern. Und dann habe ich halt insgesamt 14.000 Liter und dann ist das Ding halt fast voll. Wie gesagt, wichtig ist, dass halt alles im grünen Bereich ist, ne? Also das heißt, ich mache es halt so, oder es ist halt relativ einfach. Man nimmt einfach 5000 Liter von Silage und Heu auf und dann Rest einfach einballen von dem ganz normalen Stroh. Dann habt ihr schon das Kraftfutter fertig und was witzig ist, gleichzeitig wird der Reiter für Silage und Heu auch aufgefüllt. Also das heißt, ihr füllt nicht nur das Kraftfutter auf, sondern halt auch die anderen Beine, also die Silage und Heu, wie gesagt. Und das bringt halt, also das bringt euch halt eine erhöhte Produktivität. Das heißt wieder mehr Milch und das heißt höhere Verkäufe und ja, wie gesagt, also dann schnellere Reproduktionsrate von Kühen. Also das heißt, ihr bekommt schnellere Kühe. Ja, das war's auch schon soweit. Ich will das jetzt auch nicht so ewig lange strecken hier. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder einen Kommentar da lasst. Macht auf jeden Fall immer Spaß, eure Kommentare zu sehen. Und wie gesagt, also definitiv werde ich die auch immer beantworten. Bis zum nächsten Video. Peace out, Valhalla.